So, der erste Blick aufs Bärenfass. Das könnte ein anthrazitfarbener sein. So, das ist männlich bis 240 Kilo und ein 23er Score, also wieder ein schönes starkes Tier. Er ist der nächste. Die ganze Nähe ist auch einer. Starker Elch. Ist der dann? Kommt da. Das ist spannender. Na, ich habe es aber gleich geschafft. Mir vorne gleich beim Dreibein. Man sehen kann, jede Menge los. So, mal gucken, ob wir den wiedersehen. Irgendwo hier vorne war der Elch. Das spotten mal ganz kurz. Das ist auch Anthrazit. Weiblich 40 bis 90 Kilo und 13 bis 19 Score. Haben wir nochmal einen. Also es war der bis gerade. Aber dann mal nächsten. Oh, das ist ein starkes Tier. 210 bis 270 Kilo. Und 17 bis 23er Score. Ja. Wir warten ab. So, dann haben wir erst einen Schwarzbären, der sich jetzt wieder nähert. So männlich, das ist wieder ein starkes männliches Tier. Bis 260 Kilo maximal und ein 21er Score. Ja, wir warten mal etwas ab.
Ich schieße mal hier mit dem Parker Pfeil und habe auch die Leuchtspurpfeile habe ich jetzt drauf. So, dann da kommt schon mal der nächste. Schön, dass der. Da ist der Schwarzwedelbock. Wir kommen mal kurz nach. Da müsste normalerweise von da drüben kommen. Und das ist der nächste. Nämlich 150 Kilo und 17er Score. Ja, hier Ecke sind schlechte Sichtbedingungen. Zumindest das Licht ist ganz schlecht hier auf der Ecke. Ach, also. Oh, und da steht auch der Bock. Ja, von der Sicht schon etwas zu weit, aber ich kann das Periskop rausnehmen. Und da kriegt man die Sichtung definitiv. Oder? So, schönes Tier. Bis 70 Kilo, 105er Score, also nicht allzu stark, eher noch ein kleineres. Und das scheint ein typisch zu sein, kein untypisch. Vom Gehirn oben. Wir kommen mal nach. Oh, da zieht er nichts rein. Ja, da müsst ihr jetzt lügen, weil der war vorhin schon mal hier. Ob das ein Albino wieder ist. Weil das sieht mir wieder ziemlich weiß aus. Ziemlich hell aus. Im Hintergrund. Das könnte ein Alpine wieder gewesen sein, aber. Der Bock steht noch drüben auf der anderen Seite. Und da zieht auch schon der nächste rein. Männlich 200, das ist ein ganz starkes Tier, 270 Kilo maximal und 23 aus Rom. Die gehen ja bis maximal 24 hoch. Oh, da kommt der nächste. Und das
da wird er langsamer. Ah, der Schuss war auch gut. Das Gute ist, man sieht es relativ gut jetzt mit diesen Neuspurpfeilern. Aber ich habe natürlich jetzt alles verschreckt. Und wir warten mal noch ab. In der Zeit kann ich aufnehmen. So, und da von der anderen Seite war Pitties. Und auch männliche Wapitis, ja. Den habe ich. Oh. Dann machen wir mal noch etwas ran. Das nicht. So, ich bin dann zurück, wenn es auf Schuss ist, dann. So, 400 Kilo maximal und 235. Lassen den mal schön da rankommen. Schließe ich mit dem Parker Python. Mit dem Pulsar. Sind da natürlich die anderen abgesprungen. Aber da steht wieder ein Bär. 40. So, 255 Score maximal und 4, da ist ein etwas stärker. 30. Steht gut nochmal. Super. Ja, so ist es ideal, dass sie sich gleich ablegen. Weil, wenn die einen Schritt machen oder zu nah dran sind bei diesem Pulsar, dann verschrecken die. Aber da ist auch wieder weiblicher Schwarzbär. 130 Kilo maximal und 19er Score. Aber etwas weit. Was haben wir hier? Lassen wir nach. Das Licht ist ganz schlecht hier.
So, und hier schleicht sich der nächste Schwarzbär an. 34. Und auch wieder starkes Tier, 270 und 23er Score. Da kommt auch wieder einer. Hundertsechzig männlich und 21er Score maximal. Ja. Und da war wieder Schwarzwedelbock. So, zieht etwas weg von uns. So, hier oben haben wir wieder den Bock, das ist der, genau, der 105er. Also 70 bis 105. Oh, das ist der Schwarzbär, der hat die von hinten. Und da zieht der nächste Schwarzbär rein. Männlich 120 Kilo und 17er Score. Und da war wieder der Bock zu hören. Wir warten mal ab, bis. Ja, da kommt der Bock. Der versucht es zuerst. So, bis auf einer alles direkt umgefallen. Ein Bär ist weg. Aber der hat auch einen bekommen. So, und da haben wir den nächsten Bock, Schwarzwedelbock. Mal gucken, ob wir den schon mal sehen können. Ja, und der ist schon etwas stärker, sieht er schon aus. Ja, ist er auch.
80 Kilo maximal, 155er Score. Und ich bin dann zurück, wenn er auf Schussdistanz ist. So, und da hat sich der eine von uns abgelegt. Der flüchtige Bär, Braunbär, den ich angeschossen hatte. Kann man schön sehen jetzt auch. Und da hat sich noch ein zweiter Bock angekündigt. Schwarzwedelbock. Ja, 155, ja, das ist der von eben, glaube ich. Irgendwo hier drüben bin ich da rausgekommen. So, wir nehmen mal auf. So, hier haben wir den 20er 22 Kilo männlich, rechte Lunge, Leber, Magen, 20er Score. Schönes Tier. Oh, das könnte dieser Albino sein. Aber das sehe ich erst später. 120er, 120 Kilo männlich, rechte Lunge, Leber, Magen. Und 15er Score, machen wir einen Trophy-Shot von. Was ist der Trophy-Shot? Ja, das ist bestimmt wieder so ein Albino. Für Muscle. Der nächste. So, 96 Kilo männlich, Schulterblattrechte, Lunge, Leber, 14er Score. So, 203 Kilo, 19er Score. Rechte Lunge, Leber, Magen. Ja, jetzt gehen wir da rüber. Liegt auch alles voll. So, 43 Kilo, Wirbelsäule, linke Lunge, Leber, Mitte und Leber. So, 21er Score, 220 Kilo männlich, Schulterblatt, linke Lunge, Leber. So, Schwarzwedel, Hirsch, 46 Kilo, weiblich, Schädel, Körperschädel, zweiter Halswirbel, Schulterblatt, Wirbelsäule vorn. Achtzig Kilo weiblich, Schulterblatt, linke Lunge, rechte Lunge, 14er Score. So, 153 Kilo, 100, genau 153 Kilo männlich, Schulterblatt, linke Lunge, rechte Lunge, 17er Score. Der nächste Schwarzbär, dann 85 Kilo weiblich, 13er Score und
Eingeweide, Trefferbeckenknochen. Das war der kleine Bock, 61 Kilo, 95er Score, männlich, Schulterblatt, linke Lunge, Leber, Marken, Schatz, Wedelte, Hirsch. So, 384 Kilo. Männlich, Schulterblatt, rechte Lunge, Leber, Magen. Ist der Wert 170er Score. Auch schönes Tier. Oh, ist der Trophy-Shot. Und wieder schönes Tier. Aber halt geht viel größer, ne? Aber nicht schlecht. So, und hier hinten liegt der nächste. So, das war hier entweder ein Doppelungtreffer oder ein Herztreffer, weil der direkt zu Boden ging. Was haben wir hier? Direkte Lunge, rechte Lunge, linke Lunge. Dann 432 Kilo, 172er Score, schönes starkes Tier. Haben wir auch nochmal einen Trophy-Shot von. Was auch immer, der Trophy-Shot. So, ich bin dann, wenn ich die einen beiden gefunden habe, bin ich zurück. Und hier kann man es auch nochmal sehen, war ein Körpertreffer gerade, der Schwarzwedelbock. Und nehmen wir die Spur jetzt hier auf. Oh, hier ist der Bock. So, 67 Kilo, 71er Score, Schwarzwedelhirsch, Treffer steht jetzt nichts dazu, ist ein Körpertreffer. Brauchen wir auch keinen Trophy-Shot. So, und ich bin dann, wenn ich das, ein Schwarzwedelweibchen fehlt ja noch, wenn ich das gefunden habe, bin ich zurück. Oh, hier haben wir das letzte, Schwarzwedel weiblich. So, 45 Kilo. Eingeweidetreffer und der Beckenknochen. So, und das war's für heute und bis zum nächsten Mal.